Hallo Leute, Darts105 hier mit Let's Play Paper Mario. Ja, meine Herren, es geht hier drunter und drüber. In der vorletzten Folge das vierte Kapitel abgeschlossen und nun sind wir schon im fünften auf Lava Lava Island. Und da sollen wir einen Stern im Vulkan suchen. Das wird sehr interessant, kann ich jetzt schon mal versprechen. Ja, Hilfe! Und wir gucken uns einfach mal auf Lava Lava Island genauer um. Ob es hier irgendwas zu sehen gibt, zu erleben, wie auch immer. Und hier gibt es überall Kokosnüsse. Wenn man welche haben will, kann man die sich hier einfach mitnehmen. Und da oben ist ein Brief. Naja, Fuzzies. Ein Brief an Igor in Buhus Villa. Na, alles klar. Ach, die ärgern Professor Colorado. Oder der ärgert Professor Colorado. Das sieht mir fast aus wie ein Wiesenfuzzi. Die gelben. Bin mir nicht sicher. Das ist ein... Nee, ein Tropenfuzzi, alles klar. Tropenfuzzis sind den anderen Fuzzis sehr ähnlich, aber sie leben im Dschungel, daher der Name. Maximal KP 7, ist auf 2 Verteidigung 0. Sie klammern sich an dich, saugen dir die KP aus und laden sich damit selber wieder auf, wie gemein. Sie lassen sich so lange nicht los, bis du sie mit Hilfe des Action-Commanders wieder abschüttelst. Manchmal teilen sie sich auch. Lass sie uns besiegen, bevor sie die Chance dazu bekommen. Jo. Das stimmt. So. Ruhigstelle. Senkt die gegnerische Angriffskraft kurz 40 um 3. Die Attacke ist eigentlich auch Käsekuchen. Also die... Damit kann ich auch nicht wirklich was anfangen. Bin ich ganz ehrlich. Aber gut. So, hauen wir mal drauf. So. Die saugen nämlich dauerhaft. Das ist ganz gemein, die Attacke. Aber dafür kann man das besser abblocken. Aber die ziehen auch immer mindestens 2 ab. Also... Das kann man eigentlich nie verhindern. Leider. Gut, machen wir einen Power Jump. Pump. Geben noch 2 Sternpunkte, alles klar. Na gut, besser als nichts. Muss man immer so sehen. So. Measuring. So. Und dann. Machen wir einen normalen Angriff. So, keine Blütenpunkte mehr verschwenden. Denn warum sollten wir, wenn es auch so geht? So, was wollte der Typ von Colorado? Keine Ahnung. Wir werden es wahrscheinlich nie erleben. Oder erfahren. Puh, du hast mich gerettet. Vielen Dank, alter Freund. Nun, jetzt aber genug. Wir sollten uns zusammenreisen und weitermachen, ja? Renn doch noch nicht immer weg, Colorado. Was ist mit dir? Ganz ehrlich. Was ist mit dir? Das Ding ist... Diese Blumen sind absolut cool. Ich möchte runter. Danke. Leider etwas nervig. Und damit sind wir in der Yoshi-Siedlung. Hi, hallo, holla, das ist die Yoshi-Siedlung. Der Lava-Lava-Berg. Hm. Ja, dieser Vulkan befindet sich östlich unseres Dorfes, aber man kann ihn unmöglich erreichen. Außerdem hat der Häuptling gesagt, dass es besser wäre, sich vom Berg fernzuhalten. Es sieht so aus, als würde er jeden Moment ausbrechen. Wir wechseln mal zu Paracarry. Denn wir haben ja hier irgendwo noch einen Brief für irgendeinen Typi. Für den auf jeden Fall nicht. Gut. Mhm. Okay. Ja, man sieht schon, das ist hier alles ein bisschen miteinander verbunden und hier sitzen Typis. Ja, der Häuptling ist mein Freund. Ich meine, hallo, wie geht's dir? Aber egal, schon seit seiner Kindheit verfügt unser Häuptling über ein stark ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein. Als ich hörte, dass er zum Häuptling ernannt werden soll, hat mich das gar nicht überrascht. Sei willkommen, Mario. Ich bin der Häuptling von Yoshis Siedlung. Aha, du bittest mich um Hilfe? Du möchtest zum Lava-Lava-Berg? Hm, der Eingang zum Vulkan befindet sich im Dschungel, aber er ist nur sehr schwer zu erreichen. Außerdem ist der Vulkan aktiv. Ich glaube, es ist zu gefährlich, jetzt dorthin zu gehen. Ja, geht schon. Wir müssen ja dahin, das hilft nichts. Diese Statue wird noch wichtig. Na, die kann man aktuell noch nichts damit machen, aber das wird noch wichtig.
gut. Ah, die Mucke hier ist auch sehr, sehr entspannt. Sehr, sehr schön. So, was hat denn der Yoshi und der davon noch zu sagen? Schauen wir uns das Ganze mal an. Gab es hier noch irgendwas? Nö. Na gut. Hallo Mario, hast du schon die Abroxas getroffen? Sie leben in der Krone des höchsten Baumes im Dorf. Es gibt sehr viele von ihnen, aber sie kommen nie hin und herunter. Außerdem sprechen sie eine sehr merkwürdige Sprache. Ganz schön mysteriös, was? Alle behaupten, sie seien die Schüler von Don Raphael, des Herrn der Insel, aber glaubst du das etwa? Keine Ahnung. Ich kann nur sagen, dass diese Abroxas, diese Statue da in der Mitte sehr, sehr ähnlich sehen und gute Kerlchen sind. Sieh an, hallo. Wenn das nicht Mario ist, willkommen auf Lava Lava Island. Fast die gesamte Insel ist von dichtem Dschungel bewachsen. Aber das herrliche tropische Klima macht uns das unwegsame Gelände mehr als nur wett. Ja, mehr oder weniger. Yay. Schauen wir doch mal hier hoch. Yay. Da haben wir welche. Kra. Die sprechen nämlich nicht mit uns. Kra. Kra. Orakel der Sterne. Mario kommt auf die Insel. Es ist seine Bestimmung, dann Raphael zu treffen. Kra. Kra? Bist du der Mario, von dem dann Raphael uns erzählt hat? In gewisser Hinsicht. Kann ich zu dem hoch? Nee, kann ich nicht. Na, alles klar. Ja. Don Raphael ist bloß etwas größer wie die kleinen Zwerge, sage ich jetzt einfach mal. Geringfügig. Wir sind die schrecklichen Fünf. Wo wir sind, da ist Action. Wir halten immer zusammen, auch wenn wir Ärger haben. Übrigens, heute ist der Tag, an dem wir unseren geheimen Plan in die Tat umsetzen. Das ist so cool. Nur wir fünf kennen den Plan und genauso muss es sein. Mehr kann ich dir dazu nicht sagen. Oh Mann, bin ich aufgeregt. Hoffentlich finde ich viele leckere Früchte im Dschungel. Oh, das ist doch Mario. Du bist doch gerade auf einem Abenteuer, stimmt's? Wow, cool. Wer ist das denn? Ist das dein Partner? Oh Mann, ich wünschte, ich wäre es. Ein Traum würde in Erfüllung gehen. Die Erwachsenen glauben nicht, dass wir das Dorf verlassen. Sie sagen, draußen ist es zu gefährlich. Die lästige alte Chip-Chip behält uns ständig im Auge. Sie lässt uns nicht in den Dschungel. Hehe, drüber sprechen wir noch. Wir, die schrecklichen Fünf, wir haben vor nichts Angst. Ja, aber sicher doch. Ihr Yoshis. Wir sind die schrecklichen Fünf von Yoshis Siedlung. Yay, wir spielen Verstecken. Aber wir dürfen das Dorf nicht verlassen. Deswegen ist das Ganze ein bisschen langweilig. Ich will an einem größeren, viel aufregenden Ort spielen. Ich will den Dschungel sehen. Dort ist es nämlich gefährlich. Das wäre wirklich aufregend. Ja, sicherlich. Oh, willkommen. Nicht sehr viele Leute besuchen uns auf unserer Insel. Du musst wissen, dass der Dschungel jenseits der Siedlung äußerst gefährlich ist. Unsere Kinder dürfen da nicht ohne Aufsicht hingehen. Oh, übrigens, ich habe einen Kuba gesehen, der sich selbst Archäologe schimpft. Er lief in die andere Richtung. Er hat irgendwas drüber gebrabbelt, er müsse einen Weg in den Vulkan hineinfinden. Du weißt, wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. Ja, sicherlich. Heutzutage kommen nicht mehr viele Besucher. Ich würde ja gern ein bisschen plaudern, aber ich habe alle Flossen voll zu tun. Ich passe auf die Jungs hier auf, damit sie nichts anstellen. Sie sind nämlich sehr, sehr ungezogen. Ich habe zwar noch keinen Beweis dafür, aber ich werde, dass sie gerade etwas aushecken. Aber wenn sie glauben, sie könnten Sushi in das Licht führen, haben sie sich geschnitten. Sushi. Oh, das ist ja Mario. Mario, bist du auf der Suche nach Abenteuern? Wenn du willst, begleiten wir dich. Wenn die schrecklichen Fünf bei dir sind, musst du dich um nichts mehr sorgen. Lass uns in den Dschungel gehen. Wir haben keine Angst, wir können nur nicht gehen, weil diese nervige alte Chip-Chip uns immer davon abhält. Ein rotes Yoshi-Kind? Ah, das musst du sein. Ich bin Paracarry und ich stelle Briefe zu. Ich glaube, ich habe da etwas für dich. Moment bitte. Stimmt. Und wieder wurde ein Brief erfolgreich zugestellt. Bla. Danke, ich frage mich, was es wohl sein mag. Oh, mein Kumpel, er hat ein neues Spiel erfunden. Das muss ich später ausprobieren. Er will auch, dass ich ihn in seine Heimatstadt besuche und mit ihm spiele. Aber wie soll ich dorthin kommen? Naja, vielleicht werde ich ja eines Tages das Meer überqueren. Das ist wirklich komisch, weil ich ihm auch gerade einen Brief über ein neues Spiel geschrieben habe. Herr Paracarry, werden Sie mir helfen? Hier, bringen Sie bitte meinen Brief
an dem Todkind, das Ihnen den Brief an mich gegeben hat. Wenn Sie das tun, danke. Na klar. Wir sind die schrecklichen Fünf von Yoshis Siedlung. Wir sind die besten Freunde. Wir sind zusammen, was? Wir sind zusammen, wenn wir spielen und wenn wir Ärger bekommen. Also, wir sind immer zusammen. Aber jetzt sind wir natürlich nicht zusammen, weil wir Verstecken spielen. Ich muss suchen. Ich hasse suchen. Hm. Na dann. Wie geht's dir, Mario? Hey, hast du schon mit dem Chip-Chip da drüben gesprochen? Sie ist hier als hervorragender Babysitter bekannt. Ihr Name ist Sushi. Sie passt auf die Kinder auf. Was würden wir nur ohne sie tun? Manchmal beschweren sich die Kinder zwar über sie, aber Kinder sind nun mal Kinder. Ach, übrigens, ein Archäologe namens Colorado oder so ähnlich ging ganz allein in den Dschungel. Er sagte, er wollte zum Lava-Lava-Berg, aber der Pfad endet auf halbem Weg. Na, ich frage mich, wie weit er wohl gekommen ist. Ja, und sogar hier gibt's einen Itemladen. Das ist ja echt cool. Nee, erstmal nicht, danke ich. Wollte ja nur mal kurz gucken. Und die haben ja auch schöne Sachen. Und ich glaube, es gibt hier sogar... Schauen wir mal. Ja, bitte. Ah ja, es gibt hier sogar ein Toadhaus, auch jetzt mal in Anführungszeichen. Aber das können wir vorerst mal noch ignorieren, denn jetzt aktuell wird es noch nicht weiter brenzlig. Gucken wir uns jetzt hier erstmal den Dschungel an. Was Colorado schon wieder so macht. Ja! Hilfe! Colorado ist eine Pfeife, ganz ehrlich. Warum muss der immer allein irgendwo in den Dschungel gehen? Und mit einem Shy Guy kämpfen? Wenn er doch eh keine Ahnung hat. Ja. Aber klar doch. Boom. Sieht aus nach eingeborenen Shy Guys. Das ist ein Speerguy. Speerguys sind Verwandte der Shy Guys. Sie leben im Dschungel. Maximal KP 7 ist auf 3 Verteidigung 0. Wenn der Speer in deine Richtung zeigt und du mit dem Hammer angreifst, wirst du verletzt. So wie jetzt. Du solltest auch nicht auf sie springen, wenn der Speer nach oben zeigt. Allerdings, wenn du den Stachelschildorden drin hast, dann schon. Pass genau auf die Ausrichtung der Speere auf, bevor du angreifst. Ach ja, manchmal rufen sie auch Verstärkung. Haben sie erst die Speere geschleudert, werden sie zum normalen Shy Guys. Na doch. Das ist ja mal wieder überhaupt nicht dramatisch hier. Pump. Der Angriff. Naja. Okay. Hm. Ah, okay. Er wechselt die Position des Speers nicht. Das ist für Gumbario sehr schön, dass er auch angreifen kann. Da gehen sie down. Puh, du hast mich schon wieder gerettet. Du bist unübertrefflich, Mario. Und jetzt fühle ich, dass unser Ziel der Vulkan ganz in der Nähe ist. Lass uns weitermachen, solange der Kampfgeist noch in uns brennt. Ja, und da haut er wieder ab. Oh, man. Sag ich denn nur dazu. Ja. Oh, Mario. Sieh dir das an. Tja, man kommt nicht rein. Das sieht doch so aus wie der Eingang zum Vulkan, alter Junge. Irgendwo in diesem Vulkan sind die Schätze, nach denen ich suche. Ich wusste es. Die Geheimnisse der alten Zivilisation. Und jetzt finde ich keinen Weg hinein. Das sieht nach einem üblen Problem aus. Aber ich werde nicht aufgeben. Ein guter Forscher hört niemals auf, Informationen zu sammeln. Lass uns ins Dorf zurückgehen und nach Hinweisen suchen. Es muss einen Weg hineingeben. Es muss. Komm los jetzt. Und da haut er wieder ab. Oh Mann. Dieser Mensch. Es ist ein Drama, ganz ehrlich. Aber es gab doch hier auch irgendwo... Stopp, aufhören! Was ist jetzt schon wieder? Hä? Oh, dachte, ich wäre schon wieder überfallen worden. War nur ein Scherz. Entdecker müssen auch mal Sinn für Humor beweisen.
Aber wie dem auch sei, lass uns weitermachen. Ja, Colorado. Sicherlich. Ja, jetzt haben wir hier ganz komische Mucke. Aber ich lege mich jetzt erstmal hin. Unser Slogan lautet, der frische Körper und Geist. Möchtest du ein Nickerchen halten? Ja. Jetzt ist es nämlich so, dass die Yoshis abgehauen sind. Die haben mir schon gesagt, die Yoshi-Kinder, dass sie einen Plan aushacken. Und die sind jetzt ab in den Dschungel. Und ja, die Eltern machen sich natürlich jetzt große Sorgen. Deswegen hier diese komische Mucke, sag ich jetzt mal. Aber komm, wir speichern erstmal, bevor wir hier weitermachen. So, sicherheitshalber, man weiß ja nie, was los ist. Die Kinder sind fort, der einzige Ort, wo sie sein können, ist der Dschungel. Ich hatte seit einiger Zeit das Gefühl, dass sie etwas im Schilde führen würden. Aber ich dachte, es wäre nur der übliche Unfug. Niemals hätte ich erwartet, dass sie so etwas Gefährliches tun würden. Was sollen wir tun? Wie sollen wir sie finden? Ah, bitte. So. Oh, was für ein Unglück. Die Kinder werden vermisst. Offenbar haben sie sich in den Dschungel geschlichen. Sie kennen die Gefahren nicht, die dort lauern. Wir müssen sie wieder zurückholen. Mario, würdest du nach unseren vermissten Kindern suchen? Wie du sehen kannst, sind die Yoshis in der Siedlung völlig in Panik. Sie können nicht mehr klar denken. Ich werde versuchen, sie zu beruhigen. Suche bitte nach den Kindern. Ja. Ach, es ist schrecklich, einfach schrecklich. Die Kinder sind verschwunden. Wie oft haben wir ihnen gesagt, dass sie sich vom Dschungel fernhalten sollen? Sushi ist auf der Suche nach ihnen. Sie ist ein Chip-Chip und passt immer auf die Kinder auf. Wie könnte das nur geschehen? Es muss einen Grund dafür geben. Mario, bitte, bitte hilf und sucht unsere Kinder. Oh boy. Ich sag's dir, die Eingeborenen sind so derart in Panik, dass wir kein bisschen Information von ihnen bekommen werden. Ich glaube, jemand soll sie ganz schnell ihr Problem lösen, damit wir sie endlich gehörig ausquetschen können. Ja, und an wem bleibt's natürlich wieder hängen? An mir, ne? Da hilft uns natürlich wieder keiner. Typischerweise, sage ich jetzt schon fast. Na gut. Oh, wir haben ein großes Problem. Die Kinder sind verschwunden. Ach, was soll ich? Oh, was wird? Nein, der Häuptling, er sollte... Oh, ich kann es nicht erklären. Oh boy. Oh boy. Ach, Mario, bitte. Finde die armen Kinder. Die Yoshi-Kinder aus diesem Dorf sind für mich wie Enkel. Oh, diese armen Babys. Ja, wir geben uns allergrößte Mühe, die zu finden. Oh Mann, diese Aufregung. Oh nein, hilf uns. Hilf uns niemand. Hilfe, Hilfe. Die Kinder sind verschwunden. Ich habe den ganzen Standard abgesucht, aber es war keine Spur von ihnen zu entdecken. Wo sind sie nur? Ach, was ist, wenn sie sich im Dschungel verirrt haben? Was ist, wenn dich morgen ein Auto überfährt? Ach, jetzt sind hier überall Fuzzies. Tropenfuzzies. Na gut. Oh, drei Stück. Nicht schlecht, nicht schlecht hier. So, Cooper rein. Dann würde ich was sagen, räumen wir hier mal schnell auf. Und schauen wir weiter. Ich wollte nur schauen, ob im vorderen Bereich jetzt auch noch irgendwelche Yoshis sind, die irgendwas zu sagen haben, aber ich glaube nicht. Normalerweise nicht. So. Und down. Schubidududu. Münzen. Tropenfuzzies. So. Genau. Nee. Da ist nichts weiter. So. Nach Möglichkeit versuche ich den auch auszuweichen. So. Wir haben schon genug zu tun hier. So, aber mit dem Blauen hat man, glaube ich, hier noch nicht gesprochen, ne? Was sollen wir nur tun? Die Kinder sind verschwunden. Oh, was sollen wir tun? Wir müssen etwas tun. Oh, beruhige dich, krieg dich wieder ein. Wir sollten den Häuptling konsultieren. Ja, der Häuptling wird einen Ausweg finden. Der Häuptling hat uns gebeten, dass wir die Kinder suchen. Er selber wird gar nichts machen. Na gut. Allerdings, bevor wir dann die Kinder suchen... Machen wir einen Cut für heute. Ich bin der Arzt 105 und ob wir die Kinder jemals finden werden in diesem Dschungel,
sehen wir dann beim nächsten Mal. Bis dann und ciao, ciao.